dann die Diagnose praktisch am Telefon mitgeteilt. Das hat dann diese Klinik, die diesen Knoten untersucht hat, die haben mir dann also gesagt, dass ich eben Morbus Hodgkin habe und der teilt sich auf mit oberhalb und unterhalb des Zwerchfells. Also je nachdem, wenn man beide Seiten sozusagen betroffen hat, dann ist man im Endstadium und dann gibt es eben noch die verschiedenen Symptome und ich hatte ja dann noch Nachtschweiß und hatte auch schon diesen Ausschlag gehabt und deshalb war es dann klar, dass ich dann praktisch Endstadium mit B-Symptomen habe, also die schlimmste Variante, die man haben kann. Ich weiß, es gibt ja auch diese Richtung Fuck you Cancer und dass man einfach von seinem Krebs, dass man den nicht betitelt, dass man ihn einfach als was Außenstehendes ansieht. Und ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass ich also sowohl den Krebs annehmen muss, als auch den Tod. Denn wenn ich das nicht tue, alles, was ich ablehne, ziehe ich vielleicht auch in irgendeiner Form an. Also die Prognose war dann 8 Wochen auf meinem Weg und 8 Monate mit seinem Weg. Und dann habe ich aber weitergemacht und habe auch meine 8 Wochen überlebt. Fand insofern meine Therapie eigentlich auch gut. Also zumindest war sie so gut, dass ich also die Prognose überlebt habe.